Hi, ich bin der Sascha und ich habe heute den Max mitgebracht. Hallo. Wir werden heute ein brandheißes Thema vorstellen, nämlich Twistlock von RockShox. Und bevor ich jetzt allzu viel darüber sage, wird euch Max das noch viel mehr zu sagen können. Genau, ich kann eine Menge dazu sagen. Erzähl mal, was macht das Twistlock-System? Das Twistlock ist ein wunderbarer, unauffälliger, sehr schneller und handlicher Remote-Lockout. Das heißt, ich kann vom Lenker aus sehr schnell und ohne großen Aufwand und ohne hässliche große Hebel, die stören, und auch ohne den Daumen nach oben bewegen zu müssen, meine Gabel, meinen Dämpfer oder beides gleichzeitig locken und wieder lösen. Das Ganze richtet sich an Enduro-Racer. Im Enduro-Rennen ist es unheimlich wichtig. Die Jungs, die haben super harte Downhill-Sektionen, müssen aber auch super steile Sachen wieder hochpedalieren, sehr effizient fahren. Bergab muss der Dämpfer auf sein, berghoch, zack, das Ding muss sofort gesperrt sein und die können nicht den Lenker loslassen, weil es alles so schnell geht. Die wollen nicht den Daumen nach oben bewegen, die wollen einfach zack das Ding locken und dann wollen sie den Lenker weiterhin fest im Griff haben. Und das ist hiermit möglich. Mhm. Genauso der Cross-Country-Racer. Auf dem Cape Epic haben wir unseren Twistlock bei sehr vielen Pro-Fahrern schon gesehen. Mhm. Wenn du sehr lange Etappen im Cross-Country hinter dir hast oder dabei bist, da ist hier die kleinste Bewegung zu viel. Und wenn du da einfach nur kurz den Griff hier drehen musst, ist es sehr entspannt und sehr sicher. Was mir besonders gut gefällt, ist die cleane Optik, muss ich sagen, wenn ich das so sehe. Was mir auffällt, ihr habt jetzt hier SRAM-Bremse montiert, das sieht super clean montiert aus und auch überhaupt nicht störend, ne, im Vergleich zu den Hebeln, die du eben erwähnt hast. Wie sieht das mit anderen Bremsenherstellern aus? Kommen die sich ja irgendwie ins Gehege oder? Wie du schon gesagt hast, das passt unheimlich gut. Wir haben nämlich diesen Winkel, den Abgangswinkel, exakt so gewählt, dass er mit der Bremsleitung der Guide- und Code-Bremsen nach unten läuft. So fällt der Twistlock noch weniger auf. Okay. Der Twistlock passt auch perfekt zu unserem Reverb One-By-Hebel hier unten. Also das Ganze sieht aus wie aus einem Guss. Wenn du andere Bremsenhersteller ansprichst, da muss man einfach mal schauen, was für Bremskörper da angeboten werden. Ja. Es kann sein, dass es passt, aber für die Hersteller, die besonders große Ausgleichsbehälter haben oder andersförmige Bremsen, gibt es noch eine Twistlock-Version mit einem geraden Abgang, der quasi komplett nach vorne weggeht, sodass auch andere Bremsenhersteller gefahren werden können mit dem Twistlock. Okay. Das ist gar kein Problem. Aber ein besonders tolles Feature ist auch noch, das Twistlock kommt mit einem Satz Griffe. Die beiden Griffe, die ihr seht, sind mit dabei. Auf der Seite ist aber der Twistlock unabhängig vom Griff montierbar. Das heißt, du kannst dir deine eigenen Griffe, du kannst Griffe wählen, welche du möchtest, okay. Solange sie auf der Außenseite einen Lockring haben. Ja. Dann kannst du den Griff absägen, wo du möchtest. Okay. Du kannst den Griff, wenn du große Hände hast, auch viel länger lassen. Dadurch wandert der Twistlock weiter nach innen, wenn du wirklich nur den Griff greifen willst und zwischendurch mal nach rechts rutschen möchtest. Du sagst am Anfang, man könnte auch Dämpfer und Gabel darüber schalten. Richtig. Brauche ich dafür einen besonderen Adapter oder kann das Nein, wir benutzen Standard? Gar keinen Adapter. Wenn du mal guckst, jetzt wir haben hier vorne zwei Löcher, zwei Alles Abgänge. Ja. Wir haben jetzt nur die Gabel angesteuert und da haben wir noch einen Port frei. Da kommt dann ein zweiter Zug raus, der zum Dämpfer geht. Ah, prima. Also beides oder nur eins, gar kein Ding. Ja. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und auch nicht störend, dass man sagt, man hätte jetzt zu viel Fläche in der Twistlock-Umgebung, sondern das ist genug Griff, sage ich mal, genau. Noch da, der nicht flexibel ist. Und genau. Das ist auch sehr... Ja, man merkt, es ist eine sehr feste Mechanik. Sehr knackig. Schön ist auch, wenn man es lockt, ist es gesperrt. Ja, ja. Man kann nicht aus Versehen es wieder lösen. Ja, man merkt es auch, das ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen. Ich hatte eben kurz darüber nachgedacht, ob es vielleicht passieren kann, dass man aus Versehen den Lock einsetzt. Aber man merkt schon, es ist eine deutlich größere Bewegung, die nicht mal eben so aus Versehen passiert. Deswegen ist es schon sicher. Ja, das ist unser Twistlock. Ich hoffe, er gefällt euch. Probiert ihn aus. Ist eine tolle Sache. Ab sofort erhältlich. Ja, danke fürs Vorstellen. Gerne. Ich finde das System super innovativ, vor allem die Verlegung. Es sieht super clean aus, gefällt mir optisch super gut. Und an der Stelle ist alles gesagt. Danke dir fürs Vorstellen und euch danke fürs Zusehen. Und wenn ihr noch Fragen zum Twistlock-System habt, dann könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Wir beantworten die oder ihr ruft bei uns im Service an. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, bis bald. Ciao.